Hallo, ich bin's wieder, eure Doro, und wir machen heute zusammen einen Fruity Chicken Cheeseburger Deluxe mit einer fruchtigen Beilage. Heißt, einen Burger mit super knusprigem Hähnchen, mit Frucht, mit Ananas. Wir haben einen tollen Melonensalat und das alles gegrillt. Ich durfte mir von Euronics passenderweise wieder ein tolles Gerät aussuchen. Meine Wahl ist auf den Opti-Grill Elite von Tefal gefallen und ich wette, der macht die allerbesten Burger. Wie genau, das sehen wir später. Jetzt fangen wir nämlich erstmal mit dem Teig an für unsere Burgerbrötchen. Die machen wir nämlich sogar auch selber. Und dafür mische ich mal hier zuallererst zimmerwarme Milch und Wasser. Das Wasser ist lauwarm, damit sich die Hefe wohlfühlt. Und dafür machen wir auch hier ein bisschen Zucker rein. Das mag die Hefe nämlich. Und dann wird die Hefe eingerührt. Die Hefe hat sich aufgelöst und ich stelle die Mischung erstmal zur Seite, schön abgedeckt mit einem Handtuch, für so etwa 15 Minuten. Dann kann die Hefe da schon mal ein bisschen arbeiten. Und ich werde jetzt in der Zwischenzeit weiter mit dem Teig machen und dafür zwei Eier mit dem Schneebesen etwas schaumig schlagen. So, jetzt habe ich für eine bessere Konsistenz zwei Sorten Mehl. Und zwar einmal hier 550er und nur zwei Hände leider. Und 405er. Und die mische ich jetzt beide mit ein bisschen Salz. Mehl und Salz vermische ich jetzt erstmal. Und dann knete ich mit den Händen zimmerwarme Butter da rein. Dann gucken wir mal, was die Hefe macht, bevor wir die zur Mehlmischung geben. Ah ja, die sieht sehr gut und sehr lebendig aus. Die Hefe geben wir jetzt hier zu unserer Mehlmischung. Und dann kommen noch die Eier dazu. Und dann verrühre ich das erstmal mit einem Kochlöffel. Das ist übrigens kein richtiger Hefeteig, sondern das ist so eine Mischung aus einem Hefe- und einem Brioche-Teig. Langsam wird es etwas mühsam. Da steige ich mal auf Knethaken um. Und dann wird der Teig geknetet, bis er seidig glänzt. So, ich würde sagen, der glänzt sehr schön seidig. Da kommt jetzt ein Tuch drüber und dann muss er jetzt so etwa eine Stunde gehen an einem schönen, warmen Ort. Und wir kümmern uns derweil um die Soße. Ich habe mir gedacht, dass Chili hervorragend zu Ananas und Hähnchen passen. Deswegen machen wir eine wunderbare Chili-Soße. Ach ja, Handschuhe. Ich entferne die Kerne, weil ich will es nicht zu scharf haben. Wenn ihr Schärfe gerne mögt, dann könnt ihr natürlich die Kerne einfach auch drin lassen. Was wäre eine Chili-Soße ohne Knoblauch? Der darf natürlich nicht fehlen. Der wird auch fein gehackt. Aber er ist nur zerquetscht. Dann haben wir noch Wasser für unsere Soße, Essig, Zucker. Die lasse ich jetzt hier so auf kleiner Flamme vor sich hin köcheln. Ihr müsst mal schauen, wenn ihr das macht. Die dickt natürlich auch ein jetzt beim Köcheln, aber wenn sie nicht dick genug ist, dann machen wir einfach später Speisestärke dran, damit sie die richtige Konsistenz hat. Und in der Zwischenzeit schaue ich mal nach dem Teig. Oh, oh, der ist sehr schön und ich würde sagen, er glänzt auch sehr seidig. Schaut mal, das sieht doch gut aus. Da brauchen wir jetzt zum Brötchenformen eine glatte Oberfläche. Die habe ich hier natürlich nicht, weil alles aus Holz ist. Ich könnte den Herd benutzen, aber der ist natürlich jetzt gerade belegt. Deswegen nehme ich einfach so einen großen Teller. Und dann formen wir mal 8 schöne glatte Brötchen aus diesem Teig. Ich brauche eindeutig noch ein bisschen Mehl an den Fingern zum Formen. Unsere Burgerbrötchen sollen ganz, ganz gleichmäßig groß sein. Deswegen werde ich die einfach mal wiegen.
Und wenn jedes 80 Gramm wiegt, dann werden sie sicher auch gleich groß. Diese Mengenangabe ist übrigens von einem Freund von mir, der einfach einen sensationell guten Burgerladen hat. Den stelle ich euch vielleicht mal ein andermal vor. Und er hat mir auch erklärt, dass die Burgerbrötchen geschliffen werden müssen. Also schleifen heißt es. Und dafür brauchen wir auch diese glatte Oberfläche. Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig gut hin. Die Oberfläche soll ganz glatt sein. Also nicht nur die Oberfläche, auf der wir das machen, sondern auch die Oberfläche vom Brötchen. Also, ich hoffe, es wird zu seiner Zufriedenheit sein. Die Brötchen kommen jetzt auf ein Blech. Da habe ich ein Backpapier draufgelegt. Ich hoffe, ich mache die schöne Form jetzt nicht kaputt auf dem Weg. Und dann haben die noch mal ein bisschen Zeit, um aufzugehen. Die decke ich jetzt alle noch mal ab und dann dürfen sie noch eine Stunde gehen. Und wir schauen mal nach der Soße. Oh ja, die sieht hervorragend aus. Der Zucker ist total schön karamellisiert und die ist eingedickt. Hervorragend. Fehlt nur noch Salz, das haben wir eben nicht dran gemacht. Und dann ist die Soße eigentlich fertig. Ich gebe die Soße mal hier in so ein Schälchen. Ich habe übrigens nur ganz wenig gemacht, jetzt echt nur so für die Burger, um die dünn einzustreichen. Aber die Soße kann man super auf Vorrat machen. Die hält sich nämlich ewig. Das heißt, ihr macht einfach so die dreifache Menge oder so und dann kann man die einwecken. Soße stelle ich mal zur Seite. Ich habe ein bisschen klar Schiff gemacht. Bevor wir den Opti-Grill starten, müssen wir natürlich unsere ganzen Zutaten vorbereiten. Wir fangen mal mit der Ananas an. Ich habe hier eine ganze und ich zeige euch jetzt mal, wie man die schneidet. Weil viele Leute kaufen ja Ananas irgendwie in der Dose oder schon geschnitten oder so. Dabei ist es echt überhaupt nicht kompliziert. Also, erstmal oben und unten abschneiden. Dann schneidet man die Schale ab und zwar großzügig, ne? Also da sollen gar keine Knubbelchen hier mehr zu sehen sein. Ich habe mir vorgestellt, dass wir so eine Scheibe schön auf unseren Burger legen. Deswegen schneide ich hier einfach Scheiben runter und dann habe ich hier meine Plätzchenausstecher, um den Strunk in der Mitte auszustechen. So, und weg damit. Der Strunk ist nämlich holzig. Ich gebe ein bisschen braunen Zucker auf die Ananas. Wenn wir die nämlich gleich grillen, dann wird die wunderbar karamellisiert. Die Melone wird auch gegrillt. Und dazu werde ich die natürlich auch erstmal von ihrer Schale befreien und sie dann in mundgerechte Stücke schneiden. Fehlt nur noch die Zwiebel und die wird einfach in breite Ringe geschnitten, denn die wird auch gegrillt natürlich. Und wenn die Ringe zu schmal sind, dann ziehen die sich so zusammen und dann bleibt irgendwie nichts mehr übrig. Kommen wir zu unserer, ich möchte sagen, Hauptzutat heute und das ist natürlich unser Hühnchen. Das habe ich jetzt hier nicht rumstehen lassen, damit es nicht warm wird, sondern das ist im Kühlschrank. Könnte mir das jemand rausholen? Oh, ich danke dir. Das ist vom Metzger meines Vertrauens und das wird jetzt lackiert und zwar mit Teriyaki-Soße. Wir könnten es auch marinieren, ne? Dann je länger Fleisch mariniert, desto mehr nimmt es den Geschmack an von der Marinade und dann am besten schon so am Abend vorher oder so. Bevor es ans Grillen geht, checken wir aber nochmal die Buns. Die werden jetzt noch mit Wasser eingepinselt, bevor sie in den Ofen kommen. Unsere Burgerbrötchen kommen jetzt in den vorgeheizten Backofen und zwar bei 170 Grad Umluft für ungefähr 20 Minuten. Darf ich die dir einmal geben? Danke dir. Und wir können mal den Grill starten. Ja, das ist aber ein nettes Gerät, das sagt Hallo. Dann schauen wir uns mal die Programme an. Also es gibt 12 voreingestellte Programme. Steak, Burger, Wurst, Sandwich, Fisch, Hühnerbrust. Brauchen wir gleich. Wir wählen jetzt mal das Tomatenprogramm für die Wassermelone, denn genau, der Wassergehalt ist ähnlich. Und das müsste dann passen. Okay. Jetzt wird vorgeheizt. Das warten wir noch ab und dann kommt die Wassermelone in den Grill.
kommen wir zur Ananas. Die grille ich im manuellen Modus bei 220 Grad für ungefähr so 7 Minuten. Als nächstes kommen die Zwiebeln. Die mache ich auch im manuellen Programm. Die dürfen nämlich nicht so heiß sein, sondern nur 140 Grad und auch für ungefähr so 6 Minuten. Ich mache da aber ein kleines bisschen Olivenöl drauf. Gegrillte Zwiebel ist herrlich. Und jetzt kommen wir zu unserem Fleisch. Ich stelle erstmal das Programm ein. Man könnte übrigens auch was Tiefgefrorenes hier reinlegen und das würde das dann direkt auftauen und grillen. So, wir gehen jetzt mal zum Hühnchenprogramm. Da. Ich finde wirklich, dass das Leben sehr vereinfacht, wenn der Grill alleine feststellen kann, wie dick das Fleisch ist, was man reintut und wie lange und bei welcher Temperatur das dann gegrillt werden muss. Wow, ich bin sehr gespannt, wie das gleich da rauskommt. Für den Salat habe ich hier Rucola. Auf das Nest kommt die Wassermelone. Und darauf brösel ich den Feta. Und darauf kommen jetzt noch zum Verfeinern Walnüsse und Honig. Salat ist fertig. Oh, und das Hühnchen auch. Wow, wow. Das sieht mega lecker aus. Das mache ich gleich mal zu und aus. So. Wow. Sieht wirklich perfekt aus wie im Restaurant. Dann können wir ja unsere Burger basteln. Nein, wir müssen erst noch mal nach den Burger Buns schauen. Schaut euch das an. Meine lieben und begabten und schlauen Kollegen, haben 5 Minuten vor dem Ende der Backzeit die Brötchen nochmal schön bestrichen mit einer Eiwassermischung und dann hier Sesam ein bisschen drauf gestreut. Und dann nochmal 5 Minuten gebacken. Sieht wirklich gut aus. War gerade ein Scherz, aber die sind wirklich ganz toll, meine Kollegen. Also, dann haben wir jetzt alles. Ich bin sehr gespannt. Oh, es duftet alles so gut. Irgendwann kann man auch Gerüche übertragen, glaube ich, mit einer Kamera. Und dann könnt ihr es auch alles riechen. So. Die fühlen sich wirklich perfekt an. Also wunderbar. Ich werde jetzt aber die Innenseite noch mal kurz angrillen. Es gibt nämlich eine Grill-Boost-Funktion. Die nutzen wir jetzt dafür. Der Opti-Grill, der grillt natürlich nicht, wenn der offen ist, ne, aus Sicherheitsgründen. Aber die große Hitze vom Boost, die hat schon gereicht, dass wir hier so wunderschöne Rillen drin haben. Zuallererst kommt Soße auf das Brötchen. Auf den Burger kommt jetzt auch zuerst Rucola. Dann das Hähnchen. Dann die Zwiebeln. Darauf kommt die Ananas. Dann Käse. Dann die Deckel. Und dann stecke ich noch in jeden Burger ein Stäbchen, damit der nicht auseinanderfällt. Voilà! Wenn ihr mehr wissen wollt zum Opti-Grill Elite, dann schaut mal unten in unsere Infobox. Da gibt es einen Link zum Trendblog von Euronix. Da wurde der nämlich schon ausführlich getestet. Und wenn ihr ihn direkt kaufen wollt, dann schaut auch in die Infobox. Da findet ihr nämlich den Link zum Shop. Ich werde jetzt unseren Burger kosten und den Salat. Ich mache mir hier dieses Stäbchen lieber raus. Ich steche mir sonst ein Auge aus. Ich kenne mich. Das will keiner sehen. So. Die hat eine ganz abgefahrene Konsistenz, die Wassermelone. Ist knackig, aber ist auch eine tolle Kombi mit dem Schafskäse und jetzt der Burger. Oh, das schmeckt richtig fruchtig und exotisch. Voll sommerlich. Macht ihn nach, lasst ihn euch schmecken und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns auch gerne ein Abo da. Bis bald. Tschüss.